Jens, warte mal kurz. Da ist irgendwas im Busch. Hörst du das auch? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe noch mega verklatscht aus. Konsti und Alex machen gerade ein bisschen Abwasch. Ich war vorhin schon dran vom Frühstück. Ja, und heute geht es zum Milford Sound. Wenn euch das nichts sagt, scheißegal. Wir werden es euch ja jetzt zeigen. Und ja, man hat die Option zwischen einer Bootstour, da kannst du mit einer großen, fetten Touri-Fähre in den Fjord direkt hineinfahren, oder zwischen einer Kajaktour. Wir haben uns natürlich für die Kajaktour entschieden, einfach deshalb, weil man, glaube ich, viel näher herankommt an diese Klippen, an Wasserfälle und so weiter, sodass man das noch ein bisschen heftiger erleben kann, wenn man direkt wirklich hochguckt und sagt, boah. Ich denke, das kommt noch ein bisschen mehr rüber, wenn man das mit dem Kajak erkundigt. Und ja, wir sehen uns im Kajak. Es ist super arschkalt und wir brechen gerade auf zum Milford Sound. Die letzten Kilometer warten jetzt noch auf uns. Wir haben die Heizung auf maximale Stufe gerade. Alex, Konzi, wie geht's euch? Mir ist kalt, ich will sterben. Wir hoffen, dass der Milford Sound jetzt auch abliefert, ne? So, Freunde, da sind wir schon. Ja, von der Kajaktour gerade zurückgekommen. Wie fanden wir es, Jungs? War geil. War gut, ja. Absolut. Ich denke, ja. Wir hatten echt absolutes Postkartenwetter. Ganz krass, ganz krass. Was sind da ungefähr trocken. 340 Regentage? Ja. 19 Tage Buschneid. Ja, dann sind wir halt noch da gewesen. Ja, und jetzt geht's auch schon weiter. Wir sind jetzt auf dem Walking Track zum, ich weiß nicht, wie der See heißt, aber der wurde uns vom Kajaktourführer empfohlen. Geht jetzt anderthalb Stunden nochmal gut bergauf und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann am See. Nee. Oh. Ah, gemacht. Joke. So.
Freude. Anderer Tag, wir sitzen wieder im Auto. So viel muss man ja gar nicht fahren. Also ich meine, wir sind ja andere Verhältnisse gewöhnt aus Down Under. Wir haben nämlich jetzt dicke Pläne für morgen, weil wir es heute nicht ganz auf die Reihe bekommen haben, eine Mountainbike-Tour zu machen. Machen wir das morgen am gleichen Tag, wo wir auch eine 6-Stunden-Wanderung machen wollen. Big plans or big plans? Sehr big plans. Sehr big plans. Wir werden sterben. Und da wollen wir morgen oben rauf auf so einen schönen Berg. Und am Mammutag starten. Let's go. Let it roll, let it roll, let it roll. Mountainbike Tour haben wir hinter uns und jetzt geht's auf den Royce Peak. Wir sind jetzt auf 1700 Metern Höhe und es ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich bin total baff. Es ist einfach atemberaubend hier, Freunde. Wenn ihr jetzt hier mit mir sitzen könntet oder wenn ich noch meine Drohne hätte, dann ohne Scheiß, es ist Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so ein heftiges View gehabt. Absolut Wahnsinn.